Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich möchte noch mal kurz Bezug nehmen auf meinem Video, was ich vor kurzem veröffentlicht habe. Das habe ich von meinem 9-jährigen Sohn gelernt. Da ging es ja um verschiedene Thematiken, unter anderem auch vegane Ernährung, dass ich eben gelernt habe, loszulassen, dass ich meinen Kindern meine veganen Ideale oder die Idee von einer veganen Ernährung eben nicht so überstülpen kann und erwarten kann, dass sie das einfach so hinnehmen und mit einfach so übernehmen. Also ich musste lernen, loszulassen und sie ihren eigenen Weg gehen lassen. Also sie einfach begleiten, aber eben auch informieren, aufklären. So sehe ich meine Position darin. Und ich hatte dann unter diesem Video einen interessanten Kommentar. Den möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Du nennst die vegane Ernährung mein Dogma, meine Ideologie. Aber leider gibt es ja immer Opfer in der nicht pflanzlichen Ernährung. Die einzige logische Konsequenz, dies zu vermeiden, ist es, die Sekrete und Ausscheidungen von Tieren, nebst deren Leichenteilen natürlich, nicht zu konsumieren. Ich will damit nur sagen, dass es bei der veganen Ernährung nicht um uns geht, sondern darum, kein Leid zu verursachen und somit nur um die Tiere. Auch wenn es gleichzeitig Ideologien sind, bedeutet es nicht, dass man anderen Menschen seine Ideologie nahelegen möchte. Hierbei ging es um uns oder das Gegenüber. Wenn man über Veganismus aufklärt, sondern dass man über das Leid aufklärt, das jeder vermeiden kann. Die allermeisten, denen der Zusammenhang zum Leid wirklich bewusst wird, werden sich gegen diese Ausbeutung entscheiden. Es ist unglaublich, wie viele Menschen sich die letzten Jahre durch Aktivismus und Superdokumentationen der Wahrheit öffnen konnten und diese Ausbeutung verstanden haben. Vielleicht kannst auch du versuchen, deinem Sohn die Wahrheit so zu vermitteln, dass er versteht, was hinter dem Konsum dieser Produkte steckt, damit er seine eigenen Entscheidungen treffen kann und nicht denkt, er mache es nur für Mama und will es eigentlich nicht. Vielleicht ist er auch nicht so weit, dann funktioniert es vielleicht irgendwann später. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass es nur mit der Hilfe von uns allen, die die Wahrheit bereits kennen und sie leben, funktionieren kann. Es ist nichts weiter als Aufklärung und ein Appell an das Gute in uns Menschen, wie an unsere Natürlichkeit. Die wenigsten von uns würden sich bewusst entscheiden zu morden. Dabei geht es nicht um uns oder Partner, die manchmal kein Verständnis zeigen und ihren Willen aufgrund ihrer widersprüchlichen Konditionierung durchsetzen wollen, oder das aufzuklärende Gegenüber. Es geht um unschuldige Opfer, von denen in Zukunft durch bewusste Entscheidungen immer weniger ermordet werden. Tiere können zwar schreien, aber nicht sprechen. Wenn nicht wir, die es verstehen, für sie sprechen und aktiv handeln, wer dann? Das Ganze soll nicht die geringste Kritik an dir sein. Ich weiß nicht, was alles bei euch im Hintergrund passiert und ich weiß, dass nicht alles immer einfach ist in dieser Welt. Vielmehr ist es nur eine kleine Erinnerung an das, was wirklich zählt. Nicht nur an dich, sondern auch an den, der gerade mitliest. Ich wollte unbedingt diesen Kommentar mit euch teilen. Ich bin ja wirklich auch aus ethischen Gründen Vegetarierin und Veganerin geworden. Ich bin jetzt mittlerweile schon 26 Jahre Vegetarierin, habe insgesamt über 12 Jahre vegan gelebt. Meine Rohkosterfahrung erstreckt sich jetzt mittlerweile auch über 6, 7, 8 Jahre. Also viele Jahre fast nur pflanzlich gelebt, viele pflanzliche Nahrungsmittel zu mir genommen. Die Ethik stand bei mir immer an erster Stelle und steht es auch heute noch. Später kamen dann ökologische, ökonomische Gründe dazu und ganz zum Schluss die Gesundheit. Ich hatte ja nie so ein großartiges Leiden, dass ich sage, durch eine pflanzliche Ernährung ist es besser geworden. Es war wirklich eine bewusste Entscheidung aus ethischen Gründen. Ich hatte auch 2017, ich glaube im Oktober, ein Video veröffentlicht. Ich weiß gar nicht mal genau, wie es hieß, 25 Jahre lang vegetarisch leben und ich lebe immer noch. Als ich damals 92 Vegetarierin wurde, gab es in meinem Umfeld überhaupt keine Vegetarier und alle dachten, ich müsste sterben, weil wir brauchen unbedingt Fleisch. Mittlerweile lebe ich 26 Jahre lang ohne Fleisch und ich beweise damit, dass es ganz gut auch ohne funktioniert. Wir haben eine tolle pflanzliche Vielfalt auch hier in unserer Region und können uns auch davon zum größten Teil ernähren. Ich versuche dieses ethische Bewusstsein natürlich auch an meine Kinder weiterzugeben, Schritt für Schritt, aber ich mache das ganz ohne Druck und ohne Zwang. Es ist ja auch so, dass sie außerhalb des Haushalts bei ihrem Papa, bei Freunden, bei anderen Familienmitgliedern ja ganz konventionell essen, sage ich mal. Und wenn ich dann auf vegan und bio bestehen würde, dann gibt es eben Konflikt mit der Familie. Und das möchte ich nicht, das gab es in der Vergangenheit und da habe ich auch dazugelernt. Ich möchte einfach, dass die Jungs ihre eigenen Erfahrungen machen und wenn ich daran denke, dass ich in ihrem Alter ja noch ganz normal, ganz konventionell eben mit tierischen Produkten und auch viel Industriekost gegessen habe, dann ernähren sie sich ja
schon viel bewusster, beziehungsweise durch mich werden sie auch viel bewusster und vielfältiger ernährt. Und ich denke, ich gebe ihnen da auf alle Fälle eine ganz gute Basis auch fürs spätere Leben mit. Und da ich eben sie auch nicht zwinge, 100% vegan oder 100% vegetarisch zu leben, denke ich mal, dass nicht der Fall eintritt, dass sie, wenn sie erwachsen sind, dann alles in sich hineinstopfen, was sie angeblich in ihrer Kindheit nicht hatten. Wie schon erwähnt, es gibt verschiedene Gründe, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren. Was mir aber aufgefallen ist in den letzten Jahren, es gibt immer mehr vegane Produkte, Fertigprodukte, also auch Industrieprodukte. Das ist zwar schön für diejenigen, die sich vegan ernähren, aber man kann sich natürlich dann auch die Frage stellen, sind denn diese Produkte so gesund? Also es gibt ganz viele Fleischersatzprodukte auf Basis von Soja oder Gluten und das finde ich auch schon wieder bedenklich. Dann gibt es auch ganz viele vegane Produkte, Aufstriche, Kekse, also herzhafte Aufstriche, Süßaufstriche, die mit Palmöl zubereitet werden. Das ist mir in den letzten Jahren verstärkt aufgefallen. Wir versuchen ja, Palmöl zu vermeiden. Und dann fällt erstmal auf, in wie vielen veganen Produkten auch im Bioladen Palmöl enthalten ist. Und meine Jungs haben sich mal mit unserem Mitbewohner vor ein, zwei Jahren unterhalten. Und da hat er ihnen Fotos gezeigt, wo er in Borneo war, glaube ich. Und diese Palmölplantagen und was eigentlich auch dahinter steckt, auch dort werden ja Fauna und Flora zerstört. Und wenn man wirklich aus ethischen Gründen vegan lebt oder umweltbewusst, dann sollte man auch nach und nach auf Produkte verzichten mit Palmöl, beziehungsweise die noch sehr selten konsumieren. Und meine Jungs, denen war das natürlich bewusst, also sie haben das schon verstanden, was da passiert und wollten ab da an weniger Produkte mit Palmöl essen. Deswegen haben wir dann irgendwann auch die vegane Alsan-Margarine aussortiert, weil die ja auch Palmöl enthält und ich bin da gerade jetzt aktuell dazu übergegangen, Rohmilchbutter zu bestellen. Das war so eine Kompromisslösung für mich. Mein Jüngster, der ist ja weder 100% vegan, 100% vegetarisch oder 100% Rohkost. Der isst auch mal gern Eier oder Rohmilchbutter. Dann habe ich eben für mich den Kompromiss gefunden. Die Rohmilchbutter, die wir bestellen, die kommt aus Österreich und dort haben die Kuhmilchbauern maximal 18 Rinder. Die werden auch nicht enthornt und bekommen nur Wiesengras und Heu und werden freigehalten, so wie ich das verstanden habe. Die Rohmilchbutter ist natürlich auch sehr preisintensiv. Die bestellen wir vielleicht so alle 2-3 Monate und die kann man ja auch zum Teil einfrieren und dann nach und nach aufbrauchen. Das ist für mich erstmal ein besserer Kompromiss, als eben die künstliche vegane Margarine zu kaufen. Als Alternative zu dieser Rohmilchbutter haben wir auch noch Nussmus und damit kommt mein Jüngster auch ganz gut zurecht, dass es immer mal im Abwechseln Nussmus oder Rohmilchbutter gibt. Das ist die Rohmilchbutter, die ich ab und zu für meine Jungs bestelle. Die Butter kommt aus Österreich. Ich hatte ja schon erwähnt, das sind Kuhmilchbauern, die maximal 18 Kühe halten. Die werden auch mit Gras und Heu gefüttert und können sich frei bewegen. Und es ist natürlich ein bisschen preisintensiv. Also für 1 Kilo Butter, also für 4 solche Stück Butter, mit Porto bezahlt man 27 oder 28 Euro. Also das ist jetzt nichts, was man jeden Tag in Massen essen kann. Und die Butter hält sich auch nicht so lange. Diese beiden Stücke hier zum Beispiel, die habe ich eingefroren. Das ist möglich. Und die kann man dann wieder auftauen. Schmeckt echt, 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 echt gut. Mit was isst du gern die Butter? Mit geröstetem Brot. Genau, wir haben oft Dinkelbrot oder Einkornbrot oder auch mal glutenfreies Brot da. Das röste ich dann im Toaster. Nach Arnold Ehret ist geröstetes Brot nicht ganz so schleimbildend wie frisches Brot. Dann rösten wir das Brot und dann gibt es immer ein bisschen Rohmilchbutter aufs Brot in kleinen Mengen. Also für alle die, die noch nicht vegan leben oder eine Alternative suchen und gern Butter weiterverwenden möchten, hochwertige Butter, Rohmilchbutter, dann kann ich diese Butter empfehlen. Zu den Eiern möchte ich noch Folgendes sagen. Ich kaufe ja auch regelmäßig Eier für meine Jungs. Meistens über unsere Biokiste und ab und zu bringt uns auch eine liebe Freundin, die hat selber Hühner, wenige Hühner, bringt uns Eier mit. Und die sind mir immer am liebsten, weil es ist ja auch mittlerweile so, auch in der Bioproduktion werden Hühner in großen Mengen gehalten, natürlich anders als in der konventionellen Massentierhaltung. Aber was Fakt ist, dass ja auch dort die männlichen Küken aussortiert werden und dann eben auch vergast oder zermust werden, weil es keine Verwendung für diese männlichen Küken gibt, weil die ja keine Eier legen. Es gibt mittlerweile auch einige Betriebe, die ziehen dann diese männlichen Küken auf und verkaufen sie dann so als Suppenhühner. Aber diese Legehennen, die werden ja nicht auf Fleisch gezüchtet, sondern auf die Eierlegekraft, sage ich mal, dass sie schön viel Eier legen. Und
Die setzen also auch nicht so viel Fleisch an. Das heißt, für diese männlichen Hähne, die man dann verkauft, bekommt man auch nicht so viel Geld. Ich weiß gar nicht, ich glaube, diese Eier, die kosten dann auch ein bisschen mehr in diesem Verfahren. Dann kosten die Eier ein bisschen mehr, weil die Hähne nicht so viel Geld einbringen wie eben ein Hahn, der richtig Fleisch ansetzen kann. Aber ihr seht, wenn man Eier isst, nimmt man trotzdem in Kauf, dass entweder männliche Küken getötet werden oder dass eben dann die ausgewachsenen männlichen Hähne dann eben im Suppentopf landen. Also ein Kompromiss ist da wirklich zu schauen, wo kommen die Eier wirklich her? Bio ist ja heute nicht immer gleich wirklich das Bio, was wir uns vorstellen, dass die Hühner dann friedlich draußen rumlaufen und gackern und alle dürfen leben. Die legen ja nur Eier und es kommt niemand zu Schaden. So ist es leider nicht. Also wie gesagt, ich bekomme am liebsten für meine Jungs die Eier von einer Freundin. Die hat ein paar Hühner, die laufen da rum. Da werden auch keine männlichen Küken aussortiert, weil die Eier einfach alle so verwendet werden. Ich weiß nicht, ob dann einfach ab und zu Hühner dazu gekauft werden, aber das ist für mich so am optimalsten. Das kann ich so für meine Jungs ganz gut vertreten. Und ich denke auch, dass so dieser Massen, es wird ja mittlerweile auch empfohlen, von manchen 5-6 Eier am Tag zu essen, wenn man das für eine vierköpfige Familie hochrechnet, dann könnt ihr euch vorstellen, wo kommen denn dann die Eier her? Wenn man das auch vielen Menschen empfiehlt, wo kommen die Eier dann her? Das kann ja zwangsläufig dann nur in so einer Art Massentierhaltung ernten. Ich habe mir früher immer gedacht, wenn ich irgendwo in der Natur leben würde, würde ich mich natürlich versuchen, pflanzlich zu ernähren. Da sind bestimmt auch mal ein paar Insekten dran, wenn man Wildkräuterblätter zu sich nimmt oder Baumblätter. Und was ich mir eben auch immer mal vorstellen konnte, wenn man Eier findet, Nester und Eier, wenn man sich eben natürlich ernährt in der Natur. Fleisch kam für mich da nicht in Frage, weil ich selber keine Tiere töten kann, wirklich nur in der größten Hungernot. Und Milch kommt auch nicht in Frage. Wo will man ein Wildtier? Man wird es ja schlecht melken. Also Eier waren für mich dann, das, aber nur so in der Vorstellung, dass ich mir das eher vorstellen könnte, aber eben auch nicht so in der Masse. Ja, das ist dann immer mal ab und zu, das ist dann so eine Zusatzkomponente zur pflanzlichen Ernährung, dass man ab und zu mal ein Ei isst, aber dann eben nicht jeden Tag und in Massen. Das wird ja auch propagiert. Ich meine, das muss jeder für sich selber wissen. Es gibt auch genügend Menschen, die regelmäßig Eier essen und sich sehr gut damit fühlen. Aber es gibt auch viele Menschen, die sich vegan ernähren und sich auch sehr gut damit fühlen und nicht verstehen, warum sie Eier essen sollen. Weil auch in pflanzlichen Nahrungsmitteln genügend Nährstoffe enthalten sind, auch genügend Eiweiß, Wildkräuter, Mikroalgen, Chlorella spirulina und die ganzen Sprossen, Alfalfa. Also es gibt wirklich auch genügend hochwertige pflanzliche Lebensmittel. Und ich persönlich versuche meinen Jungs zu vermitteln, wenn es tierische Lebensmittel gibt, wie eben Eier oder Rohmilchbutter oder auch mal Käse, dann gibt es das nur mal ab und zu und wir achten auf alle Fälle auf Qualität und Massentierhaltung. Tierische Produkte aus Massentierhaltung kommen für uns nicht in Frage. Wer mal den Film Earthlings gesehen hat, den gibt es auch hier kostenlos auf YouTube, da seht ihr mal, wie, was in so einer Massentierhaltung abgeht, sei es bei Rindern und bei Hühnern, wie diese Massentierhaltung praktiziert wird und was dafür, sagen wir so, für negative Energien dabei entstehen, dass die Tiere leiden und dass die Angst eben auch im Fleisch ist und dass wir das dann mitessen. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass, ich weiß gar nicht mehr, ob das in welchem asiatischen Land das war, da werden, glaube ich, Hunde oder so gefoltert, gequält, damit die schön Adrenalin ausstoßen, weil das Fleisch angeblich besser schmecken würde. Und es ist wirklich Wahnsinn, welche Praktiken wegen Fleischgenuss entstehen. Ich möchte mit diesem Video meine Zuschauer, die nicht 100% vegan leben, nicht vor den Kopf stoßen. Ich möchte einfach nur an euch appellieren, dass ihr einfach schaut, wo die tierischen Lebensmittel, die ihr konsumiert, herkommen. Achtet bitte auf biologische Qualität, kauft am besten regional ein. Vielleicht gibt es Bauern bei euch um die Ecke, die eben Eier anbieten oder auch Milchprodukte anbieten, wo ihr auch das mal überprüfen könnt, wo eine gewisse Transparenz besteht. Und bitte versucht, so wenig wie möglich Fleisch aus Massentierhaltung zu konsumieren. Bitte unterstützt nicht diese Grausamkeiten. Bezüglich der veganen Ernährung und Glaubensmodellen möchte ich noch sagen, es herrscht ja auch dieses Glaubensmodell vor, eben diese Evolution des Menschen, dass wir eben gemeinsame Vorfahren mit den heutigen Menschenaffen haben und dass wir damals Jäger und Sammler waren. Und ich habe ja schon in dem besagten Video am Anfang, was ich von meinem 9-jährigen Sohn gelernt habe, gesagt, dass ich nicht mehr an die Evolution des Menschen glaube, so wie sie heute dargelegt wird, obwohl ich mich 20, 25 Jahre lang damit beschäftigt habe. Es ist einfach nur ein Glaubensmodell. Und die Evolutionstheorie heißt ja nicht umsonst Theorie. Das wirkliche Wissen ist noch verborgen oder wird verborgen gehalten. Und ich denke mir auch immer, wenn wir nicht wissen, wo wir wirklich herkommen, woher wollen wir dann wissen,
was wirklich die perfekte Nahrung für uns ist. Wir Menschen, wir können zum Beispiel in der Arktis überleben. Also Teile der Menschheit kann wirklich in ganz kalten Regionen leben oder auch in der Wüste, in heißen, trockenen Regionen. Oder auch in Regionen in höheren Lagen, 2000, 3000 Meter, wo der Sauerstoffgehalt in der Luft geringer ist. Das ist alles möglich. Aber was ist wirklich das optimalste, das perfekteste Klima für uns? Wo können wir am besten gedeihen? Der Mensch ist sehr flexibel, sehr anpassungsfähig. Und so ähnlich sehe ich das auch mit der Ernährung. Es gibt Menschen, die essen viele tierische Produkte, fühlen sich gut damit. Es gibt Menschen, die essen viele pflanzliche Produkte und fühlen sich sehr gut damit. Es gibt Menschen, die essen nur tierische Produkte oder Menschen, die essen nur pflanzliche Produkte und fühlen sich gut damit. Was ist aber wirklich das Optimum? Was ist wirklich die richtige Nahrung für uns? Solange wir also nicht wissen, wo unser wahrer Ursprung ist, wie sollen wir dann erkennen, was die beste Nahrung für uns ist? Nur weil es ab und zu noch solche kleinen Völker gibt, die wie Jäger und Sammler leben, das gibt ja auch ein paar Inseln, ich glaube in der Nähe von Indien, Sri Lanka, da gibt es Bevölkerungsgruppen, die leben total isoliert. Also die laufen da noch mit Ländenschutz rum und Pfeil und Bogen. Und nur weil es diese Gruppen gibt, die vielleicht schon Jahrhunderte, Jahrtausende lang so leben, heißt das für mich nicht automatisch, dass wir alle früher so gelebt haben. Ich habe mich in den letzten Jahren mit verschiedensten Glaubensmodellen beschäftigt. Unter anderem habe ich ja schon erwähnt, die Evolutionstheorie. Ja, es gibt auch noch ganz viele andere Glaubensmodelle. Wir denken immer, wir wissen etwas, aber meistens glauben wir es nur. Wir haben keine Beweise. Es wird uns erzählt in der Schule, in den Medien, in Büchern. Und wir glauben es. Wir denken, das ist die Wahrheit, aber wir wissen es nicht. Wir können es nicht beweisen. Und nochmal bezüglich der Evolutionstheorie habe ich auch mal vor 2-3 Jahren in einem Video bemerkt, dass es so eine hitzige Debatte gab zwischen Evolutionsbefürwortern und einer Kommentatorin, glaube ich, die eben die Schöpferlehre vertreten hat. Und das war schon eine ziemlich heftige Diskussion und das sieht man auch, es gibt verschiedene Glaubensmodelle, sagen wir Glaubensmodell A, Glaubensmodelle B, vielleicht noch Glaubensmodell C und die Menschen lassen sich dadurch spalten und es gibt dann heftige Diskussionen, manchmal Anfeindungen, Auseinandersetzungen wegen Glaubenssystemen, ja wegen Dinge, die wir eigentlich gar nicht 100% wissen. Wir glauben ganz viel, wir wissen ganz wenig und es gibt noch so viel zu entdecken. Wenn ihr euch wirklich auf die Suche macht und gewisse Glaubensmodelle hinterfragt, dann werdet ihr erkennen, wie wenig wir eigentlich wissen. Und ihr werdet euch vielleicht auf die Suche nach der Wahrheit machen. Gibt es eigentlich eine objektive Wahrheit? Ich schätze schon, dass die objektive Wahrheit da ist und dass wir sie auch fühlen und spüren und wissen können, wenn wir uns auf die lange Reise machen, das für uns zu erfahren. Menschen lassen sich immer wieder spalten. Sie hängen dem einen oder dem anderen Erklärungsmodell an. Hinterfragt mal die Dinge, die ihr im Laufe eures Lebens gelernt habt. Und fragt mal, wisst ihr genau, dass es so ist oder glaubt ihr nur, dass es so ist? Habt ihr Beweise dafür? Könnt ihr es prüfen? Also ich habe in den letzten Jahren ganz viel Glauben abgelegt und bin jetzt daran, mir Wissen anzueignen. Und ich glaube nur noch das, was ich wirklich auch für mich beweisen kann. Ich habe letztes Jahr einen interessanten Artikel gelesen, da haben brasilianische Forscher einige Experimente gemacht und festgestellt, dass es hinter einer Eisschicht noch einen Kontinent geben soll. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, dass es hier auf unserer Welt noch einen Kontinent gibt, den wir nicht kennen, von dem uns nicht berichtet wird? Also mittlerweile halte ich ja alles für möglich. Ich weiß es nicht, ich verhalte mich zu dieser Thematik neutral, aber ich kann es mir vorstellen. Was wissen wir denn? Wenn ihr euch auch ein bisschen mit der Thematik Antarktis und Arktis beschäftigt, dann werdet ihr feststellen, dass diese Gebiete sehr streng bewacht werden. Man kann nicht einfach über diese Gebiete fliegen. Ist ja auch interessant. Kann man sich auch fragen, was steckt denn dahinter? Ich möchte euch hier an dieser Stelle noch einen YouTube-Kanal ans Herz legen, Frank Stauner. Der hat wirklich sehr, sehr interessante Vorträge auf seinem YouTube-Kanal. Die gehen meist eine Stunde oder anderthalb Stunden über die verschiedensten Themen. Da gibt es zum Beispiel auch einen Vortrag über die Antarktis oder über die Fabian Society oder über das Mittelalter oder zum Thema deutsche Identität. Und er hat kürzlich mediale Filterblasen veröffentlicht. Wirklich ein sehr, sehr geniales Video mit sehr, sehr interessanten Denkanstößen. Also schaut da unbedingt mal rein. Und das meine ich eben auch. Das ist auch so ein Freigeist, so ein Freidenker, der hinterfragt viel
und stellt seine eigenen Überlegungen an. Und das liebe ich auch. Und so in diese Richtung tendiere ich eben auch, die Dinge zu hinterfragen, dahinter zu schauen, nicht alles zu glauben, was eben offensichtlich ist. Nicht alles, was offensichtlich ist, ist wirklich wahr. Es lohnt sich immer auch mal, dahinter zu schauen. Und so sehe ich das auch ein bisschen mit der Ernährung. Wer weiß, vielleicht haben sich unsere Vorfahren ursprünglich nur von Pflanzenkost ernährt und wir wurden in diese Richtung gelenkt, auch tierische Produkte zu uns zu nehmen. Wer weiß, wer und was wir sein könnten, wenn wir über Generationen uns nur pflanzlich ernähren. Kürzlich las ich einen Kommentar unter meinem Video gefüllte Datteln und da schrieb einer, dass der Veganismus im Niedergang ist, ob ich das noch nicht verstanden hätte. Immer mehr würden berichten, dass vegan ein Irrweg ist. Ich habe ihm dann geantwortet, dass ich mich schon über 26 Jahre lang vegetarisch ernähre, insgesamt über 12 Jahre vegan. Und seitdem ich mich von schleimfreier Heilkost, schleimarmer Heilkost nach An und Ehret ernähre, geht es mir noch besser, was er mir mit seinem Kommentar eigentlich sagen möchte. Ich muss auch sagen, im letzten Jahr oder in letzter Zeit schaue ich kaum noch andere Gesundheits- und Ernährungsvideos. Ich will mich nicht ablenken lassen. Ich mache meine eigenen Erfahrungen. Ich lese Bücher, tausche mich mit anderen Menschen aus und gehe einfach meinen Weg. Und wenn jetzt einige meinen, es ist total in, rohes Fleisch zu essen, rohe Innereien, Leber. Ich habe das von mehreren Stellen gehört, dass das jetzt sehr gehypt wird im Internet. Dann lässt mich das kalt, weil es gibt für mich keinen Grund, auf einmal rohes Fleisch und Innereien zu essen. Warum? Mir geht es körperlich, geistig und seelisch sehr gut. Und ich finde meinen Weg, ich bin auf meinem Weg, ich experimentiere auch gern. Aber diesen Schritt zurück mache ich nicht mehr. Fleisch ist für mich Vergangenheit. Das ist für mich lange, lange Vergangenheit. Und mein Leben zeigt mir einfach, meine Ernährungsweise über diesen langen Zeitraum, dass die vegane Lebensweise für mich persönlich funktioniert. Wenn man sich ein bisschen mit dem System auseinandersetzt, in dem wir leben, wenn man mal ein bisschen hinter die Kulissen schaut, ein bisschen Dinge in Frage stellt und tiefer bohrt, dann wird man feststellen, dass es ganz viel Unwahrheiten, ganz viel Lügen, ganz viel Manipulationen gibt. Und warum soll das nicht auch unsere Ernährung betreffen? Vielleicht werden wir ganz stark von dem abgelenkt, was wir eigentlich wirklich sind. Also ich halte überhaupt nichts von betreutem Denken und betreutem Fühlen. Ich will wirklich wissen. Ich will mir meine Gedanken machen. Ich will alles denken dürfen. Ich will in gewissen kleinen Kreisen noch alles aussprechen dürfen. Und das ist für mich auch wirklich so eine Art Befreiung. Und da will ich nochmal zurück auf Frank Stoner. Das ist wirklich ein wunderbarer Kanal, wo man sich eben auch gedanklich von gewissen Glaubensmustern, von gewissen Konditionierungen befreien kann. Bezüglich Ernährung, veganer Ernährung und Glaubensmodellen möchte ich jetzt zum Schluss noch kurz das Thema Lichtnahrung ansprechen. In den letzten Jahren bin ich ab und zu mit dieser Thematik konfrontiert worden und im November 2017, als ich ein paar Wochen auf La Palma verbracht habe, habe ich ja auch einen Lichtnahrungsköstler kennengelernt, den Eli Tom. Und dazu habe ich auch ein Video gemacht, meine Gedanken dazu dargelegt. Das verlinke ich euch oben in den Infokarten, wer es noch nicht gesehen hat und gern anschauen möchte. Und seitdem beschäftigt mich die Thematik natürlich noch intensiver. Wie kann es sein, dass es Menschen gibt, die nicht regelmäßig trinken und essen müssen, so wie wir das einfach praktizieren? Und ihr merkt es ja schon in meinen Videos, wo ich thematisiere, dass ich seit einem Jahr nur noch eine feste Mahlzeit am Tag esse, wie polarisierend das Ganze ist. Die Menschen vergessen, dass sie oft auch aus emotionalen Gründen essen. Ich habe dazu mit dem Henry auch schon ein Video gemacht, das kann ich euch auch oben in den Infokarten verlinken. Und ich esse heutzutage auch noch aus emotionalen Gründen, also ich kann das reflektieren, mir wird es bewusst. Oder ich nutze Nahrung auch, um mich zu erden. Oder wenn es stressige Situationen gibt vor allem, dann merke ich, dass Nahrung erdet. Die Menschen, die Lichtnahrung praktizieren, die haben andere Mechanismen entwickelt, um sich zu erden. Also die Thematik ist ein sehr spannendes Thema, aber auch ein sehr polarisierendes Thema. Und ich freue mich, dass es ab heute, dem 16.02., einen Online-Kongress zu diesem Thema gibt. Ich habe mich jetzt auch kürzlich angemeldet. Heute geht's los. Ich setze euch auch den Link unten in die Infobox. Da könnt ihr euch anmelden. Es gibt 30 Experten, spirituelle Persönlichkeiten, die sich zu dieser Thematik äußern und ihr könnt jedes Video 24 Stunden lang kostenfrei anschauen. Ich erwähne ja immer mal gern das Buch Wir fressen uns zu Tode von Galina Schatalowa. In diesem Buch beschreibt die russische Ärztin ihre Theorie, dass die Menschen auch 120 Jahre alt werden könnten, wenn sie ihren Körper nicht ständig mit zu viel Nahrung überlasten würden und damit eben auch die Organe, die Zellen, die Verdauungsorgane werden ja ständig belastet, wenn man zu viel isst. Und das ist wirklich eine
sehr interessante Theorie, aber eigentlich nicht nur eine Theorie. Sie beweist ja auch anhand von verschiedenen Experimenten mit ihren Patienten, verschiedene Wanderungen, Marathonläufe, wie gut es funktionieren kann mit wenig Nahrung. Ich verlinke euch dieses Buch unten in der Infobox, wirklich sehr interessantes Buch. Und in diesem Buch habe ich auch gelesen, dass russische Wissenschaftler herausgefunden haben, dass wir Menschen verschiedene Kanäle nutzen, die uns nähren oder nutzen können. Das ist nicht nur die Nahrung, die uns nährt, auch der Aufenthalt in der Natur, die Sonne, auch Umarmungen, Barfußlaufen. Es gibt so viel, was uns nähren kann. Und wir fokussieren uns immer hauptsächlich auf Nahrung. Und aus diesem Grund empfinde ich den Lichtnahrungskongress als sehr wertvoll, weil es eben auch mal aufzeigt, wie andere Menschen mit dem Thema genährt sein umgehen, was das eigentlich alles noch bedeutet, dass es eben nicht nur allein Nahrung aufnehmen bedeutet, sondern dass man noch in vielerlei Hinsicht genährt werden kann, körperlich, geistig und seelisch. Und damit werden ja auch gewisse Glaubensmuster hinterfragt oder können aufgebrochen werden. Das war's von mir, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Anregungen, Inspirationen, ein paar Denkanstöße aus diesem Video mitnehmen. Hinterlasst mir gerne ein paar Gedanken zu diesen verschiedenen Thematiken, die ich angesprochen habe. Ich freue mich ganz sehr über unseren Austausch. Wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Bis ganz bald, eure Silke.